Kandidatenduell zur OB-Wahl 2019. Es ist Donnerstagabend, es ist 18 Uhr, Sie hören Radio Jade oder Sie sehen uns gerade im Livestream auf Facebook, denn hier startet jetzt die zweite Runde unseres Kandidatenduells zur Oberbürgermeisterwahl in Wilhelmshaven. Die findet ja am 12. Mai statt und das machen wir von Radio Jade natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns Verstärkung geholt. An meiner Seite ist der Kollege von der Wilhelmshavener Zeitung Dennis Sandhorst. Ja, genau. Und wir wollen heute mal wieder gemeinsam den Begriff Kandidatenduell ein bisschen mit Leben erfüllen. Deswegen haben wir uns zwei Oberbürgermeisterkandidaten eingeladen, die wir heute befragen werden. Das wird folgendermaßen ablaufen. Das wird passieren wie letzte Woche auch. Es wird Oberthemen geben, zu dem jeder Kandidat sich äußern darf, seine Position darlegen darf und der Gegenüber darf reagieren. Danach wird es so sein, dass der zweite Kandidat ein Oberthema kriegt und sich auch wieder dazu äußern darf. Und die Reaktion des Gegenkandidaten bleibt dann natürlich auch in diesem Fall nicht aus. Danach haben wir Hörerfragen vorbereitet, die wir vorher gesammelt haben, die wir auch noch im Laufe der Sendung sammeln. Also wenn Sie Fragen haben, einfach melden unter der Wilhelmshavener Telefonnummer 998585. Da sammeln wir die Fragen oder auch über Facebook, über die Kommentare. Ja, und wir haben folgende Kandidaten heute hier. Ich fange mal an mit der Frau Jacqueline Barkier-Brader, die als freie Kandidatin kandidiert. Sie ist 47 Jahre alt und als Tochter einer türkischen Gastarbeiterin in Wilhelmshaven aufgewachsen. Frau Barkier-Brader ist verheiratet und hat drei Kinder. Beruflich ist sie bereits seit 1992 als selbstständige Immobilienkauffrau unterwegs. Gut, und natürlich erstmal herzlich willkommen, Frau Barkier-Brader. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und Sie haben natürlich einen Kandidaten, gegen den Sie heute antreten, wenn wir schon das Kandidatenduell nennen, nämlich Michael Vonnenberg. Er ist Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, er ist 57 Jahre alt, verheiratet und Unternehmer aus Wilhelmshaven. Er sitzt außerdem seit 2011 im Wilhelmshavener Stadtrat und Sie sind schon mal angetreten. 2010 haben Sie schon mal versucht, Oberbürgermeister zu werden, sind damals Dritter geworden. Herzlich willkommen, auch schön, dass Sie da sind. Hallo Wilhelmshaven. Ganz Wilhelmshaven hört zu. Das ist eine schöne Natürlich. Vorstellung. Und ganz Wilhelmshaven kann Fragen stellen. Dennis hat es gerade schon gesagt. Melden Sie sich gerne 04421 998585 oder über die Facebook-Kommentare. Genau. Dennis hat gerade schon erklärt, wie es abläuft. Sie kriegen jeder ein Thema gleich von uns zugesetzt. Und dürfen natürlich gerne Ihre Position auch ausführlich darlegen. Allerdings nicht zu ausführlich. Wir sind zeitlich begrenzt. Wir haben uns eine Stunde als Limit gesetzt. Und wenn Sie zu lange reden, bekommen Sie ein Signal. Draußen wird ein Ticken eingeblendet, so eine Uhr, die runtertickt. Hier im Studio zeigt Dennis Ihnen das an, wie viele Sekunden Sie noch haben. 10 Sekunden zählt er runter. Und wir wollen das Ganze mal ausprobieren, damit wir nicht zu langatmig werden. Und zwar würde ich Sie gerne bitten, Herr Vonnenberg, in 30 Sekunden, warum wollen Sie Oberbürgermeister werden? Das ist in sich schon ganz klar. Ich bin im Rat der Stadt Wilhelmshaven seit 2011. Wir haben eine Menge Ratsbeschlüsse auf den Weg gebracht. Ich wechsle jetzt die Seite, um diese umzusetzen. Das war deutlich unter 30 Sekunden. Vielen Dank dafür. Das war ja schon mal eine Steilvorlage. Die können Sie jetzt unterbieten oder überbieten. Das ist ganz egal, weil Sie haben jetzt auch 30 Sekunden, um uns einmal zu erklären, Frau Barkier-Brader, warum wollen Sie Oberbürgermeisterin der Stadt Wilhelmshaven werden? Weil ich möchte mehr Effizienz, mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz und mehr Wirtschaftlichkeit in Wilhelmshaven sehen. Auch das ist deutlich ohne unter die 10 Sekunden. Das ist gut. Wir müssen einmal kurz gucken. Eine Steilvorlage, die können Sie jetzt unterbiegen oder da. Okay. Die Kollegen im Studio nebenan haben gerade den Facebook-Livestream gestartet und darum haben wir den gerade auf dem Ohr gehört. Das ist ein bisschen irritierend, aber wir haben auch an dieser Stelle nochmal über den Facebook-Livestream gestartet. Kurze Nachricht nach draußen, wo gerade alle gucken, es ist wieder alles in Ordnung. So. Wir fangen an mit dem ersten Thema, dem ersten Bereich. Dennis, möchtest du? Genau. Und da dürfen Sie sich, Frau Barkier-Brader, äußern. Und zwar haben wir für Sie einen schönen Oberbereich ausgesucht, wie ich finde, der viel umfasst in unserer schönen Stadt. Und zwar Soziales. Was wollen Sie sozial auf den Weg bringen, um Wilhelmshaven voranzubringen? Soziales meinen Sie mit den Gruppen? Welche sozialen Gruppen? Wir haben ja ganz viele soziale Gruppen. Unter anderem, da sind Sie vollkommen frei in der Ausgestaltung. Das habe ich ja gerade erklärt. Sie dürfen. Also ich würde zum Beispiel GPS noch ausbauen, also mit Sprachen leichter lernen. Es gibt ganz, ganz viele soziale Einrichtungen hier in Wilhelmshaven. Die würde ich auf jeden Fall weiter fördern und ausbauen.
und gucken, wo man in diesen Bereichen überall arbeiten kann. Also ich würde zum Beispiel im Bereich Soziales würde ich städtische Kindergärten. Wir werden wieder viele Kinder haben. Das steht schon, sage ich mal, in der Zukunft geschrieben. Würde ich städtische Kindergärten auch noch aufbauen. Okay. Auch vor dem Hintergrund Migration, dass ja immer mehr Kulturen zusammenkommen. Unbedingt, denn ich denke, die Sprache ist das A und O. Und dass die neuen Mitbürger und Mitbürgerinnen, die aus ihrem Heimatland hierher geflüchtet sind, dass sie sprachlich gefördert werden und natürlich auch einen Job bekommen. Aber da sind wir auch ganz schnell beim Stichwort Fachkräftemangel, wie ich finde. Weil wir haben gerade in den sozialen Berufen immer weniger Leute, die sich auch dafür begeistern, darin zu arbeiten. Wir merken das auch hier in Wilhelmshaven, dadurch, dass wir den Betreuungsschlüssel in den Kindergärten nicht immer einhalten können. Wie wollen Sie dem entgegenwirken? Den Betreuungsschlüssel können Sie entgegenwirken, indem Sie auch einen Kindergarten wirtschaftlich machen, wie die privaten Träger das machen. Wäre das auch in Ihrem Sinne, Herr von den Berg? Nein, das ist nicht in meinem Sinne. Ich denke, dass wir als Gemeinde, dafür möchte ich hauptverantwortlich werden, die Augen drauf haben müssen, dass wir gerade, wenn wir über Soziales sprechen, jedes Kind gut versorgt bekommen. Wir haben diese Probleme, die Sie ansprechen, und zwar Mitarbeiterinnen, die überall fehlen, nicht nur in den Kindergärten, nicht nur in den Schulen, aber auch im Klinikum, in der Verwaltung, in der Kernverwaltung. Diese Probleme haben wir überall. Und wofür ich stehe, ist, dass wir eine kreative Verwaltung werden müssen. In den nächsten Jahren. Wir werden schauen müssen, wo kriegen wir Mitarbeiter her. Und es muss nicht immer die Fachkraft als solches sein, sondern ich kann mir vorstellen, über Quereinstieg Menschen zu gewinnen für unsere Gemeinde im Sozialen, in der Kernverwaltung, um dort die Arbeit zu machen. Der Markt ist abgegrast, wir dürfen uns da nichts vormachen. Das Ausfüllen dieser Eigenschaften, die ist für uns die Forderung nach kreativer Verwaltung. Alles klar. Frau Barke-Brader, was ist denn aus Ihrer Sicht der wichtigste politische Aspekt, wenn man Soziales nimmt? Wo muss die Sozialpolitik in Wilhelmshaven sich verbessern und wie? Die muss einfach fair werden und transparent sein, weil die ganzen Strukturen, Sozialstrukturen haben wir in Wilhelmshaven, aber die Transparenz ist nicht richtig da, finde ich. Also auch kommunal nicht, ne? Können Sie das ein bisschen weiter ausführen? Also das bedeutet, dass zum Beispiel dieser soziale Träger Kindergarten irgendwann mal privatisiert worden ist. Ne? Und wir haben jetzt fehlende Plätze und die müssen wieder aufgebaut werden. Die Frage ist, überlassen wir es der Wirtschaft oder kümmern wir uns kommunal darum? Auch zum Beispiel die VHS leistet super Arbeit mit Sprachförderung. Ne? Das war ja kürzlich auch in der Zeitung. Also wir haben alle sozialen Einrichtungen meiner Meinung nach da, ja. Wir müssen sie nur ausmachen, wenn wir Mangel haben. Alles klar. Jetzt hat Wilhelmshaven natürlich einen sehr hohen Ausländeranteil. Ich habe heute nochmal nachgeguckt auf der Seite der Stadt. 10,4% Ausländeranteil, 23,1% Migrationshintergrund. Reichen denn da die Angebote, die schon da sind, zum Beispiel zur Sprachförderung? Also ich habe mich ganz lange mit Herrn Hein unterhalten. Das ist ja der Geschäftsführer des Jobcenters. Und wir haben, glaube ich, gar kein Problem in dem Bereich. 500 sind in Schulungsmaßnahmen und in Sprachförderung. Unser Problem ist hier, dass wir wirklich Menschen haben, die gar keinen Abschluss haben, ja, die in den Arbeitsmarkt nicht eingeführt werden können, weil wir eben diese Arbeitsbedingungen, wo man eben, sag ich mal, einfache Arbeit erledigt, ne, die keinen Schulabschluss benötigt. Diese Produktionsformen fehlen uns einfach. Und da ist es sehr sinnvoll, eben Investoren und auch produzierendes Gewerbe hier in die Stadt zu bringen, ja, damit wir Gewerbeeinnahmen haben und dadurch natürlich auch viel, viel Soziales fördern können. Okay. Von den Berg auch nochmal die Frage, was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste sozialpolitische Aspekt, den Wilhelmshaven angehen muss? Ich für meinen Teil bin in dem Bereich tätig, vom Gedanken her, dass wir bezahlbaren Wohnraum brauchen. Wir sind gut aufgestellt
als Gemeinde für die soziale Versorgung. Aber wenn wir den Menschen, die wenig haben, tief in die Tasche greifen müssen, weil wir im Wohnraum nicht das Angebot wiederfinden, was bezahlbar ist, wird es zum Problem, zum noch größeren Problem, mit dem wenigen Geld hinzukommen. Ich habe für mich die Idee entwickelt, deswegen kreative Verwaltung. Ich möchte, dass der Leerstand in einer Form der Zusammenarbeit mit den Wohngesellschaften und den privaten Anbietern genutzt wird, um Menschen Wohnraum für 3 Euro den Quadratmeter anzubieten, die selbst mit Familie und Freunde diesen Wohnraum gestalten können. Das ist eine Win-Win-Situation. Menschen, die wenig in der Tasche haben, können sich Wohnraum leisten mit 3 Euro den Quadratmeter. Diejenigen Vermieter, die Leerstand haben, haben hier eine Situation der Bewohnbarkeit und Menschen, die dort sich einbringen und ein Stück weit mit renovieren. Das kann zueinander führen und sorgt für Entlastung im Portemonnaie spürbar. Das ist das, woran mir gelegen ist in dieser Stadt. Das ist ja auch ein ambitioniertes Vorhaben, gerade mit, ja, mit den günstigen Mieten. Wie kriegen wir das denn in der Sanierung der Wohnung hin, dass wir moderne Wohnungen haben, die trotzdem bezahlbar sind? Darf ich auch was sagen? Ja, natürlich. Gerne. Also ich baue ja gerade in der Allerstraße für 7 Millionen 44 sozialen Wohnungsbau, der für 5,60 Euro, sage ich mal, wirklich nicht tragbar ist, normalerweise für keinen Investor. Und ich denke, das ist völlig illusorisch, für 3 Euro zu sanieren und zu vermieten. Das wird kein Eigentümer mitmachen können. Und ich frage mich auch, Michael, woher du das Geld nehmen möchtest. Das wird nicht funktionieren, wirtschaftlich 3 Euro den Quadratmeter für sozialen Wohnungsbau zu haben. Wir haben bei Neubau 5,60 Euro, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt die alten Häuser, gerade weil es mein Fachbereich ist, zu sanieren und dann für 3 Euro, kann wirtschaftlich nicht funktionieren. Schöne Idee, aber nicht machbar. Ich kenne sehr viel Leerstand in dieser Stadt, gerade wieder beim Parteien der Flyer nehme ich den wahr. In der Cedeliusstraße ein tolles Hausensemble, 2 Drittel der Wohnungen steht leer. Ich denke, dass mit wenigen Handgriffen und viel dieser Mieter, der wirtschaftlich schwacheren Menschen in dieser Stadt, haben ein Umfeld, haben Freunde, haben Familie. Das müssen wir in unseren Bereichen auch tun. Ich war auch mal jung, hatte wenig Geld in der Tasche. Wir haben eine preiswerte Wohnung gemietet und haben sie mit eigenen Möglichkeiten und Mitteln auf Vordermann gebracht und dekoriert. Das war kein Luxus, das sehe ich ein. Aber ich möchte den Menschen die Situation ermöglichen, in dieser Stadt für das, was sie für Wohnen ausgeben dürfen, auch darüber hinaus von dem, was übrig bleibt, leben zu können. Und das ist nicht nur ambitioniert, das ist möglich. Es gibt nichts Unwirtschaftlicheres, als eine Wohnung leer stehen zu haben, ohne Einnahmen, die vor sich hin gammelt und verwittert. Ich denke mal, dieses Problem löst sich damit auch. Wie gesagt, Win-Win. Jeder kann davon profitieren. Der Vermieter, der statt 0 Euro jetzt 3 kriegt, und die Mieter, die einen preiswerten Wohnraum haben. Wenn die Nebenkosten bei 2,50, 3 Euro liegen, ja, bei diesen eben sanierungsbedürftigen Häusern und Wohnungen, frage ich mich, wie das machbar ist. Also never ever. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied herausgearbeitet. Ein Punkt, den wir bei Sozialpolitik in Wilhelmshaven auf jeden Fall ansprechen müssen, ist, dass es in Wilhelmshaven, es ist eine sehr alte Stadt, die meisten Haushalte haben keine Kinder, es leben vor allen Dingen eine Person. Wie wollen Sie das ändern, Frau Barke-Brader? Ja, genau, das ist es. Also ich würde das so ändern, dass ich Jugend und Familien fördern würde. Also das heißt, wir müssen unsere Stadt hier viel attraktiver für junge Familien und auch für Jugendliche machen. Und wie? Indem wir zum Beispiel neue Projekte angehen. Ich sag mal, wenn hier auf der Fachhochschule Medienwirtschaft studiert wird und wir nur 2 Betriebe in ganz Wilhelmshaven haben, die Medienwirtschaft anbieten, und dass die Leute hier dann, wenn sie fertig studiert sind, wegziehen, ist ja mehr als klar. Also wir müssen hier mehr Attraktivität schaffen. Zum Beispiel könnten wir Medienhäuser hier bauen, also Gewerbe hier ansiedeln für Familien, die dann sagen, okay, hier bleibe ich, wenn ich hier studiert habe. Und zum Beispiel kann ich mir auch einen Medienpark in Wilhelmshaven vorstellen. Wir haben ohne Ende Flächen für einen großen Medienpark. Hinzu kommt, also das ist eine große Vision von mir, dass ich sage, wir könnten so einen Heidepark bauen. Okay. Ja gut, ich wollte gerne nochmal auf das Thema Medien eingehen, weil wir haben ja nicht nur, wo Sie vielleicht gerade darauf anspielen, die WZ und Radio Jade, das ist bei weitem nicht so. Wir haben ja auch mehrere Werbeagenturen, die auch zusammenarbeiten in einem Haushalt, dass sie sich irgendwie kooperativ auch tätig werden.
Also das gibt es durchaus. Da würde ich gerne widersprechen und sagen, dass es die Möglichkeiten gibt, Medienwirtschaft und Journalismus auch hier in Wilhelmshaven auszuüben. Die Frage ist nur, wie stellen Sie sich das vor mit größeren Medienparks? Welche Medien sollen sich hier niederlassen? Zum Beispiel, wenn Sie das sehen, die Medien gehen ja immer mehr in Ausland, nach Tschechien. Also es ist nicht mehr, dass Medien in Hamburg und in München vertreten sind, sondern weil ich eben diese Projekte begleite und die auf dem Tisch habe, sind die Medienparks in Ausland. Und wir haben hier Flächen, wir haben hier günstige Flächen. Wilhelmshaven braucht Wirtschaft und Arbeit. Könnten wir auch überregional die Menschen hierher ziehen? Aber in welche Richtung geht das dann? Also welche Betriebe konkret? Film zum Beispiel haben wir hier. Eine Filmwirtschaft haben wir nicht. Filmstudios? Nö, wir haben den NDR mit seinem Korrespondenzbüro und wir haben ja auch das öfter mal ein Filmteam da gehabt, ja, zurzeit. Aber nein, das haben wir tatsächlich nicht. Die Frage ist nur, wie wirtschaftlich das dann tatsächlich für die Unternehmen ist. Aber das ist eine andere Frage, die ich gerne mal an Herrn Vonnenberg weiterleiten würde. Sehen Sie das ähnlich? Brauchen wir eine große Medienlandschaft in Wilhelmshaven? Glauben Sie mir, ich beschäftige mich mit sehr vielen Themen rund um diese Stadt, in dieser Stadt. Und ich beschäftige mich wahrlich eigentlich nicht mit Medienlandschaften. Das ist sehr umfangreich geworden. Ganz ehrlich, ich sitze hier in einem Studio, über das ich mir Gedanken mache, es auf wirtschaftliche Beine zu stellen, mit Unterstützung des Rathauses, um es lebensfähig zu halten. Das ist das, was ich als erstes im Kopf habe. Ansonsten denke ich nicht über Mediengestaltung nach und über Medienwirtschaft in dieser Stadt. Wo ich bei Frau Bark hier bin, ist, wir brauchen mehr junge Familien. Und wir haben in den letzten Jahren mehr junge Familien bekommen in dieser Stadt. Das finde ich persönlich sehr schön. Dafür steht auch meine Partei. Und ich würde mir wünschen, dass wir dort weiter aufbauen. Dazu müssen wir aber jetzt nicht große Anstalten und Parks errichten aus meiner Sicht, sondern wir müssen auf dem Pfad uns weiter bewegen, wo wir uns bewegen. Diese Stadt ist sehr attraktiv. Wir haben, trotz dass ich Wohnraum auch bezahlbar möchte, ein gutes Angebot im Wohnbereich. Man kann hier vom dem, was man erträgt, auch leben in dieser Stadt und man kann hier schön leben. Ich finde das Freizeitangebot, ich denke an meine Kindheit, ja, und denke an meine Familie, die mit ihren Kindern bis heute gerne in diese Stadt kommt, um mich zu besuchen und das Freizeitangebot dieser Stadt wahrzunehmen. Gerade mit Kindern, gerade an der Wasserlinie und. Das ist hier so hoch. Eine Familie kann in dieser Stadt wunderbar leben. Es braucht Arbeit, die wird mehr und mehr kommen. Und wir haben mittlerweile viele Kräfte, die wir suchen. Wir können hier was anbieten. Wilhelmshaven ist schön. Bitte, ihr seid alle eingeladen, herzukommen. Alles klar. Dann würde ich an dieser Stelle einmal rüber in den nächsten Themenblock, denn wir sind eigentlich schon eigentlich mittendrin. Herr Vonnenberg, die Frage geht an Sie. Was sehen Sie wirtschaftspolitisch oder was ist wirtschaftspolitisch als Oberbürgermeisterkandidat Ihr zentrales Thema? Mein zentrales Thema ist das, was wir 2016 parteiübergreifend in Angriff genommen haben. Und ich rede jetzt über Wirtschaftsförderung. Frau Barkier-Brade hat ein Stück weit schon ausgeführt, was ihr wichtig ist. Und das impliziert sich alles in diesem Bereich, den wir momentan schon mit meiner Mithilfe erarbeiten. Wir stehen davor, diese Gesellschaft zu gründen. Wir haben im Haushalt auch mit meiner Unterstützung und erstmalig mit der Unterstützung meiner Fraktion dem neuen Haushalt zugestimmt, der da ausführt, dass 1 Million Euro jährlich in die Wirtschaftsförderung geht. Warum tun wir das? Warum tue ich das? Ich sehe hier Bedarf, die Situation auszubauen. Mit Fachkräften, wir brauchen eine charismatische Wirtschaftsförderin in dieser Stadt, mit Fachkräften zu begleiten, um die Wünsche, die wir haben, Frau Barkier-Brade hat sie dargestellt, wir empfinden ähnlich, wir wollen die Stadt auch wirtschaftlich voranbringen. Wir brauchen Ansiedlung, wir brauchen Unternehmen, wir brauchen Arbeit, wir brauchen Menschen und Familie, das gehört zueinander. Und das möchte ich weiter ausführen. Wir sind dort unterwegs und wir werden hier mehr Gas geben und ich möchte mich massiv einbringen, so wie ich es jetzt schon tue, weiterhin. Das Thema Wirtschaftsförderin oder Wirtschaftsförder ist ja ein interessantes. Es ist ja auch durchaus diskutiert worden, dass es ein charismatischer Mensch sein muss, der sich damit auseinandersetzt. Einer aus der Wirtschaft. Zum Schluss war dann doch eher der Ball auf Verwaltungsseite. Wie sehen Sie das? Muss das ein Externer machen? Muss das ein Interner machen aus der Verwaltung? Wie soll das sich darstellen? Zweierlei. Also ich persönlich möchte einen Externen, wie schon 2011, damals unfassbar, in einer Kandidatur eines Oberbürgermeisters. Ich möchte
den Besten, die Beste hier haben, weil wir ein tolles Angebot haben, denn welcher Wirtschaftsförderer kann sich schon so austoben wie in dieser Gemeinde, wo so viele Optionen noch vorhanden sind. Das zum einen, das ist ein tolles Angebot an die Welt da draußen, bitte werbt euch dafür. Und auf der anderen Seite möchte ich Verwaltungsleiter werden. Das heißt, all die Dinge, die im rechtlichen Rahmen liegen, all die Dinge, wofür eine Stadt für sich das Hoheitspotenzial hat, muss bei der Gemeinde bleiben. Und das wird immer der Austausch, für mich nicht ein Gegeneinander, sondern der Austausch sein. Auf der einen Seite die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Wilhelmshaven, auf der anderen Seite der neue Oberbürgermeister, wirtschaftsaffin wie er ist, Michael von den Berg, der die hoheitlichen Aufgaben der Stadt Wilhelmshaven positiv in die Wirtschaftsförderung reinbringt. Wir reden über Baurecht zum Beispiel. Da bin ich gefordert, da will ich mich einbringen und da werde ich viel bewirken können mit der neuen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Wow. Und ich frage mich, so lange, 2011 bist du jetzt im Rat? Ja. Und warum ist das bis heute nicht passiert? Das frage ich mich gerade wirklich. Darauf möchte ich gerne antworten. Wenn man sich damit beschäftigt hat, was ich seit 2011 im Rat tue, dann weiß man, dass ich 5 Jahre lang in der Opposition zu einer großen Koalition war, mit einem Wirtschaftsförderer, der Oberbürgermeister war. Also keinerlei Einflussmöglichkeiten. 2016 hat die Bevölkerung mir eine andere Position zugeteilt und seitdem arbeiten wir massiv dran, bis zum Finanzschluss noch in diesem Jahr. Herr von den Berg hat das ja jetzt schon sehr ausufernd erklärt, wie er sich das vorstellt. Wie stellen Sie sich denn ein Konzept der Wirtschaftsförderung vor, das funktioniert? Deckt sich das so ein bisschen mit den Ansichten? Also ich würde sagen, ich frage mich, warum die Wirtschaftsförderung mit angezogener Bremse zurzeit arbeitet. Also wir haben natürlich fantastische Sachen schon auf den Weg gebracht. Ich sag mal, wenn ich jetzt da draußen unseren Hafen sehe, ja, das sind unsere Steuergelder, 1 Milliarde, die dort investiert worden sind. Ich habe mich ganz lange mit dem Geschäftsführer des Hafens unterhalten und auch die ganzen Probleme, die draußen gesprochen werden mit Leiharbeit etc. und darum auch mit Herrn Hein. Also ich habe mich mit der Thematik Wirtschaft ist ja genau meins, ne? Und Wirtschaftsförderung ist auch meins. Ich bin seit über einem Vierteljahrhundert hier Unternehmerin in dieser Stadt und kenne natürlich die Probleme und Sorgen. Und die Wirtschaftsförderung muss einfach transparenter für die Bürger sein. Die Bürger wissen gar nicht, was die Wirtschaftsförderung wirklich macht. Ja? Außer die öffentlichen Ratssitzungen sind überhaupt nichts draußen zu sehen. Und ich bin für eine Webkamera, wenn öffentliche Ratssitzungen sind, dass alle Bürger mitreden können, mitsehen können und alles mitkriegen. Naja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, im Rat zu partizipieren als Bürger, indem man einfach hingeht. Ja, aber der Raum ist so klein. Waren Sie da? Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber mit Sicherheit wäre es interessanter, wenn wir so viele Bürger haben und heute von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz reden, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist, dass so eine Webkamera für die Bürger Wilhelmshavenerinnen und Wilhelmshavener läuft, wenn öffentliche Ratssitzungen sind, dann würden sich auch viel mehr für Wirtschaft und Politik interessieren. Okay. Herr von den Berg, glauben Sie wirklich, dass es daran liegt, dass Lokalpolitik im, sagen wir mal, in den verschiedenen Politikarten, Bundespolitik, Landespolitik, so weit unten liegt, dass zum Beispiel es keine Webcam bei den Ratssitzungen gibt? Ich weiß, warum es die nicht gibt. Wir haben den Antrag mehrfach gestellt und wenn Frau Backe-Brader sich mit ihrer Schwester unterhält, dann weiß auch sie, wer diese Anträge im Rat der Stadt Wilhelmshaven ablehnt. Das sind die beiden großen Fraktionen führend. Und dann ist die Frage gleich wie die davor. Es gibt Mehrheiten im Rat und deren Entscheidung müssen wir respektieren als gute Demokraten. Ich kann auch an jede Oberbürgermeisterkandidatin nur appellieren. Versuchen Sie aufzunehmen, was der Rat als Souverän in dieser Stadt gestaltet und gestalten Sie dann diese Entscheidungen mit. Wir können keine weiteren 7 Jahre in dieser Stadt arbeiten, wo Verwaltung gegen Oberbürgermeisterin arbeitet. Wir müssen miteinander arbeiten. Mir gelingt es heute schon mit SPD und CDU zusammenzuarbeiten, in vielen, nicht in allen Feldern. Und der nächste Oberbürgermeister sollte auf den Rat und auch auf seine Mehrheitsinteressen zugehen und gemeinsam gestalten. Ich hoffe, wir kommen da mal hin, Frau Barke-Brader, dass wir öffentlich übertragen können. Momentan gibt es dafür keine Mehrheiten im Rat der Stadt Wilhelmshaven. Aber mir fehlt einfach die Transparenz. Das war das Stichwort, worauf ich, das passt, da wollte ich gerade wieder drauf. Transparenz in der Wirtschaftsförderung klingt jetzt für den einen oder anderen Bürger vielleicht eher nicht so transparent.
Führen Sie das doch mal ein bisschen aus. Was heißt das? Soll der Bürger Bescheid wissen, welche Unternehmen sollen sich hier ansiedeln? Was ist im Einzelhandel geplant? Wie soll das aussehen? Transparenz in der Wirtschaftsförderung. Genau. Also ich finde, dass die Bürger schon informiert werden sollten, wenn zum Beispiel große Firmen hier sich ansiedeln oder im Gespräch sind, dass man eben auch guckt, ist das von Vorteil, ist es von Nachteil? Gucken wir mal unser Kohlekraftwerk an. Das ist auch so ein schönes Beispiel. Irgendwann soll es keine Kohlekraftwerke mehr geben. Das ist damals dann eben von der Wirtschaft richtig gefördert worden. Und das sind viele Dinge, die man hier auf Transparenz öffnen kann. Also ich glaube, wenn 51% der Bürger da draußen nicht wählen gehen, dann liegt es an der Nicht-Transparenz. Also dass sie einfach nicht informiert werden. Nee. Das ist das, was Sie meinen. Nicht jeder liest Wilhelmshavener Zeitung. Das ist nun mal so. Ich sag mal, heutzutage ist alles digital und darum verstehe ich auch nicht, dass die GroKo, die Große Koalition, auch wenn meine Schwester dahin gehört, ich habe mit der SPD gar nichts zu tun, finde ich das schon sehr traurig. Warum wollen die das nicht? Wenn eine Ratssitzung öffentlich ist, dann kann ich doch auch so eine Kamera laufen lassen und alle können das transparent in der Öffentlichkeit sehen und dann interessieren sich plötzlich Bürgerinnen und Bürger für Politik und für die Kommune und für die Wirtschaft. Okay, eine Frage, die ich unbedingt noch an Herrn Vandenberg stellen möchte. Sie treten ja für die Grünen an. Was für eine Wirtschaft möchten Sie als Oberbürgermeister denn in Wilhelmshaven haben? Ich möchte eine nachhaltige Wirtschaft haben. Ich möchte Wirtschaftsentscheidungen begleiten, die nicht nur wie ein One-Night-Stand wirken, sondern die eine Folge haben, die die Menschen, die diese Stadt weiterbringen. Ich möchte, dass die Firmen, die sich hier ansiedeln, dass sie auch wahrnehmen, es geht nicht nur um Profit, der ist wichtig, den brauche ich, bin auch Unternehmer. Es geht auch darum, in dieser Stadt den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu bieten, der nicht prekär ist. Es geht auch darum, in dieser Stadt eine Situation zu schaffen, die die Umwelt nicht übermaßen belastet, sondern die miteinander geht. Und ich sage Ihnen eines, ich beschäftige mich ja sehr viel damit, Ökologie und Ökonomie, das passt sehr wohl zueinander. Und der New Green Deal, das, was Wirtschaft und Grün miteinander verbindet an Innovation, schafft gerade in den letzten Jahren und auch im Moment Tausende von Arbeitsplätze. Das ist das, was mich berührt. Da bin ich sogar schon Sozialpolitiker. Grün und Wirtschaft ist das A und O. Und große Unternehmen in diesem Lande, Kühn und Nagel, Spedition, fragen Sie mal, wen Herr Kühn, das hat er in der Welt am Sonntag klar und deutlich festgelegt, wen er heute wählen würde, wenn er wählen muss. Weil genau das die Synergie ist, die Deutschland braucht, die Europa braucht. Grün und Wirtschaft zusammen mit Nachhaltigkeitskriterien verbunden ist das, was uns weiter nach vorne bringt. Für die Menschen, für die Umwelt. Und warum bist du gegen den Jahn-de-Weser-Park? Ich weiß jetzt nicht, wo Frau Barke gerade das hernimmt. Das habe ich auf deiner Homepage gelesen. Ich glaube, Sie meinen den Ausbau des Jahn-de-Weser-Parks. Ja, da hat sie recht. Also erstmal möchte ich bitte betonen, dass ich das natürlich von mir weise. Und schon niemand könnte das hier bestätigen. Seit 2000 sind Thorsten Nack, mein Lebensgefährte und ich, Mitglied der WHV. Ich weiß nicht, ob Sie das sind, Frau Barke-Brader. Wir unterstützen die WHV hier in dieser Stadt sehr massiv, nachweislich. Ich stelle mich gegen den Ausbau in einer Phase, wo ich wahrnehme, dass immer noch nicht alle Kräne montiert sind, dass immer noch nicht die erste Stufe abgeschlossen wurde und der Bedarf für eine weitere zu erkennen ist. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, eines wird mir auch klar. Ich nehme öffentlich wahr, auch zum Beispiel, wenn ich mich mit in dieser Stadt ehrenamtlich mit NordLB beschäftigen muss, die auf Containerriesen gesetzt hat, die Weltwirtschaft, die jetzt gerade am Abschwung sich befindet, am Anfang eines Abschwungs, kann ich als Kaufmann mit dem, was ich wahrnehme, einen Bedarf an einer zweiten Ausbaustufe im Moment nicht erkennen. Das mögen bitte Generationen nach mir entscheiden. Frau Barke-Brader, Sie sind eindeutig, das kann man auf Ihrer Homepage auch nachlesen, ja, wenn man möchte, für den Ausbau des Jahn-de-Weser-Ports. Was setzen Sie dem entgegen, was Herr Vandenberg gerade ausgeführt hat? Ich sage mal, ich habe mich mit Herrn Bullwinkel unterhalten und es sind so gut wie alle Flächen fast belegt, ja, entgegen der Aussagen, was man immer in der WZ liest. Das wird einfach abgedruckt, ohne das zu recherchieren. Ich würde mal sagen, dass wir unbedingt den Ausbau jetzt vorantreiben sollten, weil wir haben Global Player und da dürfen wir uns auch nicht verstecken. Das sind die Chinesen, ja, und wenn die einen bunten Blumenstrauß mitbringen und Flächen haben wollen, sollten wir denen das auch geben, ne, und in die nächste Ausbaustufe gehen. Und das ist ja auch, Wilhelmshaven ist der Standort, das ist doch auch wirtschaftlich und über den World Wide Fund
nachgewiesen, dass weder Bremerhaven noch Hamburg diese Riesenschiffe löschen kann. Und dass da tagelang die Güter liegen, weil sie nicht weiterkommen. Also Wilhelmshaven, da kommen schon die großen Schiffe. Ich habe sie gesehen und ich denke mal, auch der Ausbau ist unbedingt nötig. Um nochmal eins klarzustellen, ich glaube, ich muss meine Kollegen da in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass wir Sachen abdrucken, ohne nochmal nachzuprüfen. Das wäre nicht Journalismus und dafür stehen wir nicht. Genau, davon gehe ich auf jeden Fall auch aus. Wollen wir den nächsten Schritt einläuten? Gerne. Wenn nichts mehr offen ist aus Ihrer Sicht. Nein, ich führe das mal aus. Was im Jahr der Weserport nicht passieren darf, ist dieses Kartellverhalten. Ja? Dass einer, sag ich mal, in der Presse, sag ich mal, so tut, als wäre er der Hafenminister. Und das ist ganz wichtig. Und das wird in der Zeitung so dargestellt, dass sag ich mal, nur einer dort herrscht. Und das ist nicht so, das sind auch andere Unternehmen und das ist einfach nur wichtig, das nach außen zu tragen. Also ich wollte bestimmt nicht den Journalismus in dem Sinne angreifen, sondern manchmal auch zwischen den Zeilen zu lesen. Alles klar. Dann würden wir jetzt zu den Hörer- und Zuschauerfragen übergehen, denn die ersten, die sind tatsächlich auch schon beantwortet. Zum Beispiel die Position von Herrn von den Berg zum Jahr der Weserport. Das war eine Frage, die uns tatsächlich jetzt schon zweimal erreicht hat. Wir haben, wenn Sie Fragen stellen wollen, können Sie uns natürlich über den Facebook-Livestream der Wilhelmshavener Zeitung oder Sie rufen einfach bei uns bei Radio Jade an, 04421 998585. Da sitzt ein Kollege, nimmt die Fragen auf und schickt sie uns ins Studio. Zum Beispiel die Frage von Rolf Peter, die hat er uns heute geschickt. Die geht an Sie beide. Ich würde sagen, erstmal an Herrn von den Berg. Sie sind Geschäftsleute. Wie wollen Sie die Stadt Wilhelmshaven als Behörde führen? Eine Stadt unterscheidet sich ja natürlich von den Unternehmen, in denen Sie jetzt aktiv sind. Was ist Ihre Antwort? Mir ist das völlig bewusst, weil ich habe beide Ausbildungen genießen dürfen im Leben. Ich bin zum einen Kaufmann, zum anderen habe ich Verwaltung gelernt, mit guten Abschlüssen. Und ich kenne da auch die Situation, wenn es gegeneinander steht. Das ist mir sehr bewusst. Aber ich möchte in der Verwaltung genauso arbeiten wie in meinem Unternehmen auch. Ich habe andere Gesetzestexte vor mir. Einmal ist es das Handelsrecht, in Zukunft ist es die NKOMVG, die Verfassung für Niedersachsen. Und die habe ich zu beachten. Und das ist mir bewusst. Als Kaufmann ist mir auch bewusst, dass ich zum Gesetzestext schauen muss. Das ist eigentlich nur ein anderer Gesetzestext, den ich auch anders auszufüllen habe. Wie das in der Verwaltung geht, weiß ich. Ich habe das gelernt. Was für mich gleich bleibt, ist die Person Michael von den Berg. Ich habe in meinem Unternehmen, was mit einer Person gestartet ist, mittlerweile ein Pool von Mitarbeitern aufgebaut, wie wir in einem Team sehr erfolgreich nachweislich zusammenarbeiten und wir haben eine wahnsinnige Motivation. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich, wenn der Chef um die Kurve kommt. Das behaupte ich jetzt einfach mal so und das werde ich ins Rathaus transportieren, in alle Bereiche und Gesellschaften und ich denke mal, das ist genau das, was momentan fehlt und was uns auch zusammen nach vorne bringt. Alles klar, dann würde ich dieselbe Frage nochmal an Frau Barkier-Brader stellen. Sie sind eine Geschäftsfrau. Wie wollen Sie als Geschäftsfrau eine Behörde, also die Stadt Wilhelmshaven, führen? Im Team. Also ich bin Teamworkerin und ich würde mit meinem Team alles ausarbeiten. Ich bin Unternehmerin und ich weiß, wie man ein Unternehmen führt. Und die Stadt Wilhelmshaven ist für mich auch ein Unternehmen, wo ich als Oberbürgermeisterin die lauteste Stimme hätte. Und ich glaube, ich bin auch dann die Präsidentin der Stadt. Und darum ist es umso wichtiger, dass man alle Mitarbeiter kennenlernt. Ich bin jetzt nicht im Rat, ich bin nicht in der Kommunalpolitik. Das wäre für mich der erste Schritt, sage ich mal, mit meinem Team, mit allen zusammenzusitzen und wie in meiner Firma zu gucken, wo sind die Einnahmen, wo sind die Kosten, wie verteilen wir, ne? Alles und Kommunalpolitik, denke ich, kann ich mich sehr gut dann irgendwann reinarbeiten, auch wenn ich noch keine Erfahrung habe. Das ist ja ein gutes Stichwort. Reinarbeiten dauert, glaube ich, lange, wenn man keine Erfahrung hat. Herr Wagner hat es auch geschafft, der kam auch nicht aus der Kommunalpolitik. Aber Sie sagen, Sie möchten jeden Einzelnen im Rathaus kennenlernen. Hält das nicht auch auf in der Arbeit, dass Sie eigentlich Sachen direkt auch als Oberbürgermeisterin anpacken wollen und dann erstmal mit Orientierung sich vielleicht zu lange aufhalten? Ich denke nicht. Also wenn im Mai die Wahl ist, dann habe ich bis November noch genug Zeit, in die Bilanzen reinzugucken. Und wir haben ja nun mehrere Gesellschaften. Und glauben Sie mir, Bilanzen kann ich lesen. Herr von den Berg, finden Sie das sehr ambitioniert oder ist das realistisch? Ach, ich
weiß nicht, ich denke mal, soweit ich wie Frau Bacchi-Brada kenne, sie wird da mit Dampf rangehen. Ich denke nur, wir reden hier in erster Linie natürlich auch von Haushalten, die wir auch lernen, lesen können, müssen, sollten, Frau Bacchi-Brada. Da ist die Herausforderung. Ich weiß nicht, ob sie jede Mitarbeiterin persönlich kennen muss. Es ist ambitioniert. Ich denke, sie können das schaffen. Ich möchte Ihnen nur eines sagen, da ich im System bin. Freuen Sie sich bitte darauf. Wir haben hervorragende Kolleginnen und Kollegen bei der Stadtverwaltung, in den Gesellschaften. Wir haben sehr gute Dezernenten. Sie sind sehr gut versorgt als Chefin dort. Ich freue mich drauf, ins Rathaus zu kommen. Ich freue mich auf die vielen Kollegen. Es gibt überall, wie in unserem Leben, das wir jetzt haben, auch spannende Kolleginnen, die ganz oben motiviert wunderbar dabei sind. Den einen oder anderen müssen wir unterstützen und helfen. Das kennen wir auch in unserem Betrieb. Das ist in der Verwaltung nicht anders. Im Gesamtkonstrukt, die Verwaltung Stadt Wilhelmshaven ist ein bunter Haufen von tollen Menschen und die Arbeit darin macht Spaß. Ich freue mich wie Bolle. Ich sage zu dem einen oder anderen, den ich auf der Straße begegne, ich würde mich so freuen, wenn ich am 1. November zu euch kommen darf und mit euch zusammenarbeiten darf. Freuen Sie sich drauf. Ich tue es. Ja, genauso. Wir hätten da eine Frage, die schließt da relativ dicht dran an, weil sie auch in ihr Unternehmertum nochmal so ein bisschen reingräbt. Die hat uns über Instagram erreicht und zwar, da Sie auch dargestellt haben, dass Sie gerne im Team arbeiten, wie wäre das denn mit dem Team im Falle eines Wahlsieges? Würden Sie die Geschäftsführung Ihrer Firma komplett ruhen lassen und aufgeben? Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir einen neuen Geschäftsführer suchen, natürlich. Ich müsste eher im Rathaus arbeiten und ich habe auch natürlich Projektgesellschaften, die brauchen keinen Geschäftsführer in dem Sinne, weil das ist ein Geschäftsführer da, aber das sind Immobilien, die einfach vermietet sind und nur von einem Hausmeister bewirtschaftet werden müssen. Sie würden sich dann komplett rausziehen? Absolut. Und meine Schwester ist seit 2011 in der Kommunalpolitik, also dieses so, ich würde dann Geschäfte machen mit der Stadt, in meinem Sinne ist völliger Schwachsinn, weil wenn ich Geschäfte mit der Stadt gemacht hätte, hätte ich die schon lange gemacht. Also ich habe von der Stadt zwei Immobilien gekauft, die ich auch beide noch besitze, Robert Kochhaus, ne, vor 20 Jahren und die Allerstraße, wo ich gerade Sozialwohnungsbau baue. Herr von den Berg wollte sich auch noch mal dazu äußern, wie das bei Ihnen aussieht. Ja, Sie haben gefragt, ich ziehe mich komplett zurück, denn ich habe den besten Geschäftsführer der Welt für unser Unternehmen und das ist mein Lebensgefährte Thorsten Nack. Also besser kann es gar nicht sein. Wir sind gut aufgestellt. Also Sie vertrauen da auch Ihren Nachfolgern komplett? Ja, Vertrauen ist die Basis für ein Miteinander oder für ein Geschäft, selbstverständlich. Irgendwann hat man uns ja auch mal vertraut, wo wir diese Geschäftsführung gemacht haben. Alles klar, dann wissen wir es jetzt, wie es mit Ihnen als Geschäftsleuten weitergeht im Falle eines Wahlsiegs. Wir haben noch eine Frage bekommen und zwar, wie stehen Sie zu den Bebauungsplänen am Banthersee? Wie stehen Sie da gegenüber? Vielleicht Frau Bacchi-Brada diesmal als Erste. Also ich denke, da wird Herr van der Berg uns noch viel mehr verraten können, weil er da mittendrin ist. Ich stehe grundsätzlich für die Bürger, dass die da ihre Gärten behalten möchten und wir haben ohne Ende Flächen, die anders bebaut werden können als am Banthersee. Herr Vonnenberg. Wir haben uns im Rat der Stadt Wilhelmshaven seinerzeit in der Opposition etwas anderes gewünscht für die Nutzung über den Bebauungsplan. Es ging dort auch um Wohnbebauung, die wir in der Form dort so nicht haben wollten, weil wir den Banthersee und das Areal für die Bürgerinnen und Bürger behalten möchten hier in dieser Stadt. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben aber erkannt, auch durch Belastungen und, dass das Interesse an Wohnbebauung Gott sei Dank nachgelassen hat, eigentlich momentan für mich gefühlt bei null ist, sodass ich mich großartig gar nicht wehren muss. Man ist nie vor Überraschungen gefeit. Das heißt, wir werden das natürlich jederzeit diskutieren wollen. Aber momentan diskutieren wir im Rat der Stadt in den Mehrheitsgruppen, die wir sind, jetzt zusammen mit GOS, SPD und CDU, darüber, wie wir die Freizeitgestaltung in diesem Bereich Banthersee vorantreiben und weniger die Wohnbebauung für diesen Bereich. Wir wollen auch nicht unsere liebgewonnenen Wohnungsbaugesellschaften auf der einen Seite die Spar und Bau an der Wiesbahnbrücke in Bedrängnis bringen durch noch mehr Kapitalisierung im Wohnungsgeschäft. Da sehe ich eigentlich auch ein Potenzial, diese zu schützen. Die sollen erstmal selbst dort, was sie umsetzen, erwirtschaften können. Und darüber hinaus sehe ich auch keinen Bedarf. Ich sehe Bedarf für die Bevölkerung, für unsere touristische Ausrichtung in der Zukunft, dass wir den Bantherseepark als Freizeitgelände entwickeln. Fantastisch. Danke. Das heißt, Kultur ist dann Stichwort. Veranstaltungen, ist das in der Hinsicht geplant, dass wir mehr Konzerte und Großveranstaltungen wie damals das NDR 2 Open Air im Banthersee Park haben oder in welche Richtung geht das dann, Herr von den Berg?
Ja, also ich persönlich würde mir das sehr wünschen. Ich mag Kultur sehr gerne. Es muss nicht immer ein großes Open-Air-Festival sein. Ich habe mal mit Michael Diers darüber verhandelt, The Last Night of the Proms an den Bunker zu werfen, um draußen im Grün zu sitzen, mit einer guten Flasche Wein, vielen Freunden im Kerzenleuchter und klassische Musik am Bunker zu hören. Es gibt unheimlich viel, was ich mir denken kann, auch für den kulturellen Bereich. Es muss auch nicht immer ein Konzert sein. Es kann auch vieles anderes sein. Ich nehme aber auch den Sport mit rein. Freizeitgelände ist für mich vieles dort. Ich nehme aber auch mit rein, einfach nur mal ruhig zu sein. Ohne Konzert, ohne Sportbetrieb, dort zu chillen und als Bürgerinnen und Bürger diese Landschaft zu genießen. Es ist traumhaft schön dort, das wissen wir alle. Und das soll uns Bürgern auch erhalten bleiben. Aber wir haben noch viel, viel schönere, sag ich mal, Ecken auch am Südstrand. Also Wasser haben wir und darum auch mein Wahlspruch, Wilhelmshaven kann mehr. Wir müssen eben das Meer noch mehr nutzen. Und was heißt das für Ihre Vorstellung rund um den Banthersee? Weichen die da ab? Nein, wir könnten da auch sportliche Aktivitäten machen, natürlich. Also ich sag mal, wir haben wirklich so viel Flächen in Wilhelmshaven. Warum muss gerade der Banthersee jetzt bebaut werden, frage ich mich. Brauchen wir dich. Ja. Okay. Eine Frage, die gerade offensichtlich im Raum steht. Dann nehmen wir die nächste Frage. Moment, ich muss noch einmal gucken. Wir haben zum Beispiel über Instagram auch die Frage bekommen, wie ist Ihre Haltung zu der Protestaktion Fridays for Future? Das war ein junger Instagram-User, der uns das geschickt hat. Die findet ja auch in Wilhelmshaven statt, unter anderem morgen am Valois-Platz. Herr von den Berg, was ist da Ihre Haltung zu? Ja, das können Sie sich ja denken, wie ich darüber denke. Also mir geht ein Herz auf, wenn ich sehe, wie diese jungen Menschen sich einbringen. Ja, also dass es Politiker gibt in diesem Lande, wir haben die FDP-Situation im letzten Woche begriffen, die sich dagegen stellen, die da bevormunden wollen und, ist mir unverständlich, wie schön ist, dass die Jugend für dieses wichtigste Thema, was wir auf diesem Erdball haben, das behaupte ich nun mal so, zu gewinnen, auf die Straße zu gehen und uns Älteren abzuverlangen, endlich den Finger zu erheben und ihn auch zu bewegen und unseren Verstand einzuschalten, um das zu tun, was lang überflüssig und dringend notwendig ist. Ich unterstütze das von ganzem Herzen, aber ich sage Ihnen auch auf der anderen Seite, ich werde morgen nicht da sein. Und ich sage Ihnen auch warum, weil das ist die Stunde der jungen Menschen in dieser Stadt. Wir hatten unsere Chance, wir haben nicht genug getan. Und Sie werden morgen das tun, was Sie für nötig halten. Und ich freue mich da total drauf. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück. Ich wünsche Ihnen ganz viel tollen Protest. Und zwar weltweit, morgen. Und ich hoffe, dass uns danach unserer Generation bewusster wird, dass wir wirklich langsam handeln. Sonst kriegen wir richtig Ärger mit diesen jungen Leuten, worauf ich mich freue. Ja, sehe ich auch so. Sie haben ja selber Kinder, Frau Barkebrader. Schwänzen die morgen, dürften die Schule schwänzen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren? Auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist keine langfristige Lösung. Also wenn das einmal im Jahr passiert, bin ich dafür. Aber Bildung, finde ich, und wir reden von Fachkraftmangel, wir reden von, Deutschland ist im Thema Bildung ganz weit hinten, dass man da den Unterricht ausfallen lässt, kann man einmal im Jahr machen, okay. Aber das kann kein dauerhafter Freitagszustand sein. Also da wäre ich natürlich dagegen. Herr von den Berg, Sie wollten... Ja, unbedingt. Wenn einer von euch da draußen morgen für das, was er tut, einen Eintrag ins Klassenbuch kriegt, bitte fotografiert ihn ab, druckt ihn aus, hängt ihn in euer Kinder, in euer Jugendzimmer. Es ist die schönste Ehrenurkunde, die ihr jemals erhalten werdet. Das ist ja eine schöne Einladung zum Demonstrieren morgen für alle Wilhelmshavener Schüler. Und ich glaube, damit können wir das Thema auch gut abschließen. Wir haben hier nämlich noch eine Hörerfrage, die reingekommen ist, direkt an Sie, Herr von den Berg, die mehr aufs Zwischenmenschliche abzielt. Und zwar fragt Tobias Remmers, ob sie gut mit Frauen zurechtkommen, weil im Hinblick der hohen Anteil an weiblichen Mitarbeitern in der Verwaltung doch durchaus ein bisschen Überschuss besteht, so wie der Hörer berichtet. Ich versuche diese Frage zu verstehen, weil dieses Bild sich mir nicht bietet. Wenn ich vor einem Mensch trete, bewerte ich nicht nach Geschlecht oder sehe das als solches nicht. Er ist für mich in sich wertvoll sowieso. Und das, was er leistet, ist für mich der Grad dessen, was ich als Kollege, als Mitarbeiter einfach bewerten muss. Und die Frage des Geschlechtes stellt sich für mich nicht. Wenn Sie wissen wollen, ob ich mit Frauen gut kann, ja, ich kann mit Frauen genauso gut wie mit Männern. Ich kann auch mit Menschen, die das noch nicht so genau für sich ausmachen können, sehr gut, weil ich den Mensch als solches einfach für das
Wichtigste auf dieser Welt empfinde, was mir gegenübertreten kann. Ich liebe jeden Menschen, weil es einfach ein Wunder der Natur ist, das, was uns umgibt. Und ich kann nicht danach fragen, was für ein Geschlecht er hat. Also er ist mir als solches wichtig, sie ist mir wichtig. Alles das umgibt mich in meinem täglichen Leben und so handle ich auch, so rede ich nicht nur. Ich stelle mir diese Frage niemals. Ja, Frau Barke-Brader, Sie stehen ja sehr für Frauenpower. Das haben Sie jetzt in Ihrem Wahlkampf auch des Öfteren betont. Das heißt, für Sie spielt die Geschlechterfrage doch schon eine Rolle oder ist Ihnen das auch so egal? Nee, ich finde schon, Frauenpower, wir müssen auch mal unsere PS jetzt auf die Straße bringen. Als ich dann gesehen habe, dass nur zwei Kandidatinnen da waren, wir reden immer von Frauenquote und ich bin nicht für die Frauenquote, ganz klar. Damals hatte mich Kati Gulaikow auch interviewt. Keine Quote. Wir haben in der Wirtschaft 6% Frauen in Managerpositionen und das ist für mich ganz deutlich zu wenig. Und darum sage ich mal, wir haben so tolle Frauen, die wirklich sich zurückhalten, die müssen einfach mal raus und auch den Mut haben zu kandidieren. Ja. Ich würde da an dieser Stelle noch einmal kurz einhaken, denn Petra Sturmberg hat uns gefragt, wie Sie die Wilhelmshavener Frauen stärken wollen, weil Sie ja Frauenpower sich groß auf die Fahnen geschrieben haben. Ja, mehr Selbstbewusstsein der Frauen, ne? Mehr Selbstliebe, auch nicht nur der Frauen, auch Wilhelmshaven selber fehlt die Selbstliebe. Ne? Wenn Sie draußen sich mit den Bürgern unterhalten, dann ist eine Negativstimmung da. Und das nicht nur bei Frauen, bei allen Menschen, die Selbstliebe entdecken. Wenn man sich selbst liebt, dann kann man auch einen anderen Menschen lieben. Wenn ich meine Stadt liebe, kann ich sie auch vertreten. Und das ist es, sag ich mal, die Frauen stärken. Ich war kürzlich beim Frauenfrühstück und ich habe da keine Frauenpower gemerkt. Das war einfach ein parteiübergreifendes, untereinander, sag ich mal, Gezicke statt Frauenpower. Also ich bin überregional super vernetzt. Ich bin im Rheinland, da sind so viele Frauen, die miteinander, füreinander arbeiten. Und in Wilhelmshaven habe ich diese Frauenpower bei diesem Frühstück nicht gemerkt. Es ist hier auch ein Duell, Frau Barke-Brader. Und ich finde es ziemlich vermessen, unseren Frauen in dieser Stadt mangelndes Selbstbewusstsein vorzuwerfen. Das empfinde ich nicht so. Das habe ich so nicht gesagt. Das haben Sie gerade gesagt, nein. Frau Barke-Brader. Das haben Sie auch am Sonntag kundgetan. Nein. Das ist eine Sie Situation, waren doch gar nicht die dabei. Wir... Das stimmt geht nicht. Aber immer lassen Sie den Kollegen mal bitte ausreden. Das wäre sehr nett. Ich widerspreche nur der Situation zu meinen oder zu sagen und zu behaupten, Frauen in Wilhelmshaven seien nicht selbstbewusst. Das sind sie und sie machen auch auf sich aufmerksam mit der Power, die sie haben. Wie man Frauenpower umschreibt, das ist ein Begriff, den sie für sich einbringen. Vielleicht tun sie das mal. Ich verstehe Frauen als Menschen, die gleichberechtigt an unserer Seite stehen, die selbstbewusst genug sind, ihren Willen durchzusetzen. Und das ist gut so. Und das ist in Wilhelmshaven für mein Verständnis sehr stark entwickelt. Die Frau Stromberg ist ja auch von den Grünen, die diese Frage gestellt hat. Also Frauenpower, sage ich Ihnen, wenn eine Frau für die andere steht, miteinander arbeitet, sich gegenseitig unterstützt und Stärke gibt, das ist Frauenpower. Also Unternehmerinnen, die miteinander und nicht gegeneinander. Und das ist eben diese Partei gewesen. Wissen Sie, ich habe bei diesem Frauenfrühstück gemerkt, da geht es um die Parteien. Es geht nicht um die Frauen. Okay, wir haben auch hier wieder einen deutlichen Unterschied zwischen Ihnen herausgearbeitet. Wir gehen auf eine Gemeinsamkeit von Ihnen, die jedem Wilhelmshavener wahrscheinlich aufgefallen ist. Sie waren die Ersten mit den Wahlplakaten. Eine Frage, die uns auch über Instagram erreicht hat. Bereuen Sie vor dem Aufhängen Ihrer Wahlplakate nicht vorher das Wetter gecheckt zu haben, Frau Barke-Brader? Nein, wir haben einen Termin festgelegt, wir haben eine Genehmigung geholt von der Stadt und wir haben die aufgestellt, so wie wir geplant haben. Herr Vonnenberg? Also ich habe schon mit dem Wetter zu kämpfen, aber das ist meine Sozialisierung, Klimakatastrophe, Klima, Wetter, alles das gehört dazu. Ich habe mich entsprechend ausstaffiert, um diesem Wetter zu trotzen. Das andere ist die Arbeit, die ich tue als OB-Kandidat in dieser Stadt und dazu gehört Plakatieren. Wir dürfen seit dem 11.8., wunderbar, das war die letzte Wahl, seit dem 11.3. plakatieren und das hat abgearbeitet zu werden. Dafür stehe ich. Ich bin ein Mensch, der tätig ist und nicht wartet, bis die Sonne scheint. Mich gibt es auch als Oberbürgermeister bei Sturm und Regen. Das Thema Wahlplakate ist ja sowieso ein spannendes. Wenn man sich so das Stadtbild anguckt, hat man ja fast den Eindruck, es gibt momentan nur Sie beiden, die sich um diesen Posten streiten. Vielleicht waren Sie einfach die Ersten oder die Schnellsten. Aber das zeigt, dass wir Unternehmer sind. Aber zeigt das nicht vielleicht auch, dass, ich weiß nicht, ob das
Ist das gerecht, den anderen Kandidaten gegenüber schon so viel Flächen zu plakatieren? Wie sehen Sie das? Sind Sie da Kritikern, die sagen, jetzt haben die anderen ja gar keinen Platz mehr? Was entgegnen Sie denen? Ach, ich denke, da ist noch genug Platz. Also wir haben jetzt die Kreuzungsbereiche. Ich habe das der Firma überlassen. Ich habe es in Auftrag gegeben. Ich habe keine Unterstützer. Ich kriege auch keine Spenden. Ich finanziere alles selber. Und ich habe eine hiesige Firma beauftragt, die sich sowohl um die Plakatierung wie auch um die Pflege kümmern. Die werden ja auch runtergerissen und alles. Und da habe ich gar keine Zeit für. Und die sind auch hingewiesen worden auf gängige Regeln, die da herrschen. Absolut. Wir haben alles schriftlich. Also ich habe es dabei. Ich habe Stempel von der Stadt. Ich habe mich ordnungsgemäß an alles gehalten. Okay. Das ist, ja, wenn Sie möchten. Ja, bitte gerne. Wir haben uns die Genehmigung erarbeitet und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir überarbeiten das, was wir getan haben, nochmal. Wir sind da sehr selbstkritisch. Ich habe die Hälfte dessen, was mir erlaubt wurde, bisher plakatiert. Und wir werden bei der zweiten Hälfte, also 200 von 400 Genehmigten sind dran, bei der zweiten Hälfte erstmal abwarten, wie sich die Lichtmasten entwickeln, um fair mit den Kollegen umzugehen. Und danach werden wir die zweite Hälfte bearbeiten und nicht jetzt schon, sondern diese Fairness soll sein. Ich möchte auch sagen, dass wir sehr wohl auf die Genehmigung schauen, aber ich bin nicht frei von Fehlern und mein Team nicht. Wir haben hier und da eine kleine Korrektur vorzunehmen und das wird gerade durchgeführt. Alles klar, wir haben eine Frage bekommen von Jan, der fragt, was für Sie beide das Besondere in Wilhelmshaven ist. Und das ist eine Frage, die natürlich auch die viele Hörer besonders interessiert, gehe ich mal von aus. Frau Bakje-Brader, was ist das Besondere an Wilhelmshaven? Was macht das hier zu so einem kleinen Schmuckstück? Das Meer. Kurze, bündige Antwort, Herr Vonnenberg. Ich lebe in einer Stadt, in der andere gerne Urlaub machen möchten. Und diese Frage stellt sich weltweit mittlerweile. Und ich denke mal, ich bin dankbar dafür, dass ich mich hier als junger Mann hergekommen entwickeln durfte wirtschaftlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute das bin, was ich heute darstelle. Ich habe hier meine Liebe des Lebens gefunden. Was kann man Schöneres geben? Wir haben unser soziales Umfeld, unsere Freunde, die Menschen, die mit uns gerne zusammen sind. Ich bin in der Gesellschaft angekommen. Ich darf im Rat zurückgeben als ehrenamtliches Mitglied dieser Stadt. Was will man mehr in seinem Leben? Also es gibt keinen Platz auf dieser Welt, der mir das geben kann. Das ist das i-Tüpfelchen obendrauf, um das, was Sie gesagt haben, Frau Bakje-Brader. Ich möchte zurückgeben. Ich habe so viel Glück im Leben. Ich möchte und ich muss zurückgeben. Das ist mir großes Bedürfnis. Ja, ich auch. Ich bin hier mit 17 im Frauenhaus gelandet und ich möchte auch dieser Stadt was zurückgeben. Also die mich mit offenen Armen aufgenommen hat. Alles klar. Wollen wir noch eine Hörerfrage? Such du noch eine raus. Wieder über Instagram hat uns wahrscheinlich auch ein junger Nutzer gefragt, das ist in diesem Portal wahrscheinlich normal. Wer von Ihnen beiden wird sich besonders dafür einsetzen, dass die Stadt abends für jüngere Menschen attraktiver ist? Herr Vonnenberg vielleicht mal zuerst. Ja, gerne. Also ich habe das in meinem Programm, das heißt Pimp Your Town für die jungen Leute, angelehnt an dem Step Plus Prozess der letzten Legislatur, in dem ich beteiligt war. Das war ein tolles Format. Pimp Your Town wird ein Format parallel laufen mit der Jade-Hochschule und den jungen Menschen dieser Stadt, wo ich nicht vorgebe, welche Themen sie besetzen, um ihre Freizeit Tag und Nacht zu gestalten, sondern sie selbst in Arbeitsgruppen dieses erarbeiten werden. Ich freue mich darauf sehr und das wird ein spannender Moment. Und was macht die Sache dann erstens transparent, aber zu guter Letzt auch gültig, ist: Das Programm Pimp Your Town wird nach Fertigstellung durch die jungen Menschen von mir als Antrag in den Rat eingebracht zur Entscheidung der Ratsmitglieder dieser Stadt. Da haben wir eine Verbindlichkeit drin und da können wir uns massiv austoben. Ich freue mich auf diesen Prozess. Ja, ich würde auf jeden Fall schauen, dass mal hier eine vernünftige Disco. In so einer großen Stadt gibt es nicht mal eine Disco. Also ich tanze total gerne. Ich bin aus dem Disco-Alter vielleicht raus, aber für die jungen Leute würde ich hier erstmal eine Disco schaffen. Da gibt es ja eine, die ist ja nun nur nicht regulär auf, ne? Das ist vielleicht das Problem, das ja, Sie da sehen. Ja, eben, aber ich würde diese Regularität auch reinbringen, dass sie, dass sie verlässlich ist. Dass, wenn ich als junger Mensch tanzen gehen möchte, auch raus kann. Und das wäre die erste Maßnahme, hier eine Disco einzurichten. Und ich finde, Point hat jetzt aufgemacht, musikalisch, ne? Das ist auch eine ganz klasse Geschichte. Und das ist es. Wir müssen wirklich diese Stadt für junge Menschen und junge Familien attraktiv machen. Genau das ist auch mein Ziel.
Okay, eine Stunde hatten wir Zeit. Gleich übernehmen hier bei Radio Jada auf der 87.8 die MMBs. Das sind die Menschen mit Behinderung. Die sitzen im Studio C und sind schon auf ihre Sendung gespannt, haben super viel vorbereitet. Deshalb würde ich jetzt gerne zur Abschlussrunde kommen. Wir haben erstmal vielen Dank, dass Sie da waren. Das freut uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind und sich dann doch recht heftig duelliert haben, stellenweise. Wir haben für jeden von Ihnen eine Abschlussfrage vorbereitet. Die geht in diesem Fall zuerst an Herrn Vonnenberg. Sie sind ja schon einmal als Kandidat angetreten. Welchen Rat haben Sie als, ich sag mal, erfahrenerer Wahlkämpfer denn für Frau Barkier-Brader? Ich möchte ihr mit auf den Weg geben, dass sie sich genau damit beschäftigt, was auf sie zukommt, wenn sie ins Amt kommt. Das ist eine sehr große Herausforderung, nach innen und nach außen wirkend. Wir brauchen eine neue Leitung dieser Stadt, die handelt, die nicht nur redet. Und das Handeln hat sie wirklich im Vorfeld zu erarbeiten, bevor sie sich in dieses Amt begibt. Denn es kommt mehr auf sie zu, als sie sich je denken konnte. Ich war in 2011 so nicht vorbereitet. Ich bin eigentlich froh, dass ich die 8 Jahre danach hatte, um heute ein Oberbürgermeister zu werden, der weiß, worum es geht, in Rat und Verwaltung. Für Frau Barkier-Brader haben wir natürlich auch noch eine schöne Abschlussfrage vorbereitet. Und die zielt auch so ein bisschen auf Ihren Konkurrenten heute ab. Was schätzen Sie denn an Herrn Vonnenberg? Was ich eigentlich schätze, ist so elitär und souverän und ruhig. Und ja, er ist ein angenehmer, sympathischer Mensch. Das klingt nach einem freundlichen Schlusswort. Er ist ein angenehmer, netter Mensch, kann ich auch über meinen Kollegen Dennis Sandhorst sagen, der hier an dieser Seite mit mir, an meiner Seite mit mir moderiert hat. Gehe ich gern zurück. Okay, vielen Dank. Das war das Kandidatenduell für diese Runde, für diesen Donnerstag. Nächsten Donnerstag geht es natürlich weiter. Und zwar mit Frank-Uwe Walpurgis und Carsten Feist, die sich dann hier ab 18 Uhr auf der 87.8 und im Livestream der Wilhelmshavener Zeitung messen. Sie können auch dann wieder Ihre Fragen stellen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Bente Höft.